Warum die abgehoben? Alter, wo? Alter! Ey, es hat geleckt und das Ding ja, ist einfach mir abgerissen. LOL! Hast du mein Schiff kaputt gemacht? Nee, nein. Ich glaube, deinem Schiff ist gar nichts passiert. Ruf die Schweine und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers und wir versuchen jetzt mal hier Weldy zu klonen mit Weldy. Das ist irgendwie so ein bisschen wie Inzucht. Wieso? Es kommt nichts was Gutes bei raus. Not sure what I just did here. Was hast du getan? Welcome to Space. Ich hasse es. Was hast du getan? Die jegliche Bindung in diesem Spiel ist einfach so kacke. Ja. Hey, wieso hast du denn das Ding nicht angeparkt? Was tust du? Das war geparkt. Okay. Das ist einfach mal wieder abgebrochen, so scheiße war das. Ja. Wirklich, das ist einfach bis jetzt nur dir passiert. Nein, ich flieg da ganz normal gelässig ran. Ja, aber das wird doch wieder uncontrollable bis jetzt. Ja, dock doch dran. Andi. Junge, das ist doch. Wirklich, dafür hasse ich dieses Spiel. Jetzt ganz im Ernst. Alles bricht ab innerhalb von. Keine Ahnung, ey. Komm mal her, ich hole das Ding zurück. So wie wenn ich einen Einschaltknopf drücke und sofort bricht der Computer auseinander. Ist so. Ja, richtig wieder im Rage-Modus ist. Ja. Keine Sorge. Das Ding war ja ganz normal gedockt an dem Standfuß. Ja, das ist bis jetzt auch trotzdem nur dir passiert. Ja, weil es halt jedes Mal wieder. Was macht Stopp? Andis Schiff? Was macht Andis Schiff da oben? Ja, ich rette Kians Schiff, denke ich. Hast du schon gedockt? Weiß ich nicht. Ja, habe ich, glaube ich. Da bin ich ja auch ziemlich inkompetent. Ja, das Ding ist auch das perfekte Retrieval-Schiff. Können wir es jetzt nicht an deinem Schiff dran lassen zum Bauen? Ist es dann nicht safe? Ja, ich kann es dir hier dran lassen. Solange ich nicht die Abdockung abdocke. Solange du nichts kaputt machst an dem Schiff? Ja. Aber du kannst es ja direkt wieder dran schmeißen. Aber die Gefahr habe ich dir, dass Kind es wegschubst, glaube ich. Ja, ich. Nein, ich abdocke, lass auf die Maschinen laufen. So, mach. Genau, das ist ja der Punkt, dass er immer. Wie das aussieht! Das einfach aus. Jo, was war das Pardon? Deine Installation in der Lage? Bissig! Nö, würde ich jetzt nicht so sagen. Auf und vorne, komm mal her, wir fahren jetzt. Ja. Aber ich würde sagen, hier kommt der Generator Raum, ne? Der Janitor Raum. Wäre es nicht am wichtigsten, erstmal diesen Einflugsraum zu machen, weil der hat. Nein. Eine Größe, die er haben muss. Generatorraum ist wichtiger, weil da kommen hinter die Dinger dran vom Design. Okay. So. Das ist der Generatorraum. Das müssen jetzt hier sehr doll konzentrieren, damit ich vielleicht wieder irgendwas. Was denn? Ich muss nur kurz einen Screenshot machen, weil das hier gerade so geil aussieht, wie Kien da so schweißt. Jo. So, das hier wird der Generatorraum. Ich würde sagen, das reicht. Ich würde sagen, es hat sich sehr befriedigend, das zu bauen, ist einfach alles da. Die Generatoren sind ja einfach nur Blöcke. Ja, genau, müssen aber nur Generatoren reinsetzen, fertig. Wie refillen wir die eigentlich? Kann man die zu dem, mit den Conveyor. Kann man die mit dem Cargo-System verbinden und die saugen sich automatisch? Müsste. Also wenn du am Ende dann diese Liste hast im Control-Panel, ne? Ich habe ja das Ding schon mal gebaut, ne? Alter, allein die Doors, die werden schon richtig abfuckt. So. Nein, du hast nicht wirklich gebaut, du hast so. Ich hab die Hälfte, nicht mehr die Hälfte vom Gebäude, das war jetzt dann schon Abfuck. Ja. Ich würde sagen. So, ich lass mal den Booty hier outflashen. Filigranarbeit. Warum die abgehoben? Alter! Ey, es hat geleckt und das Ding ist einfach mir abgerissen. LOL! Hast du mein Schiff kaputt gemacht? Nee, nein. Ich glaube, deinem Schiff ist gar nichts passiert. Oh, danke schön. So, rette mal wieder das andere. Was ist denn jetzt wo? Hä, wo ist es denn hin? Ich hole mein Einzelteil hoch. Ja. Hä, wo ist der Rest denn? Ja, unten. Hä? Das ist doch nur einfach, das hältst du nur Turbinen. Hä? Hä, wo ist denn der große Klotz? Ach da. Ja, hier die Turbinen. Die können wir wegflexen. Nee, wirklich, das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. Däum, ich brauch dich. Ja, ich sammle hier, ich sammle gerade die Raster ein. Ja, sammle die Turbinen ein. Sammel das Schiff ein! Oh Gott, ich bin überfordert. Ja, warte, ich muss die Kabine fertig bauen, dann müsstest du. Chill, geh weg. Da ist nicht controllable, da ist ganz Wasser dran, chill. Doch, unten sind ganz viele schon. Ja, das bringt nichts, wenn es nach oben geht. Macht mich ein bisschen aggro. Gerade wieder. Nein, ich hab. Oh Gott, ich beschleunigt. Nein. Dude, fang es ab. Aber dann geht wieder alles kaputt. Warte, wo bin ich? Ja. Wo ich hier bin. Oh Gott, es trifft den Weltraum.
Gott. Warte, warte, ich hab's gleich. Erstmal abbremsen. Ja. Kann das nicht einfach mal einmal richtig connecten? Nein, ich hab's falsch. Aber es ist jetzt nicht wieder in die richtige Richtung mehr? Was passiert denn da? Ich hab's gebremst, glaube ich. Ja. Ich hab's stabil, wenn die Thruster da sind, müsste es sich dann nicht selber stabilisieren? Ja. Another nice conversation there. Schnake! Schnake. Ey, das war ein Beiz, das Schnake. Warum krieg ich das Ding jetzt nicht? Hä, hab ich keine Füße mehr? Ich versuch gerade hier den letzten Schlachter zu bauen, damit er sich mehr stabilisiert. So, wir sind jetzt entfernt die Schnake. Hey, warte mal, hat Schnake er gesagt oder seine Schwester? Schwester. Ich bin grad gleich verwirrt. Aber Schweiß ist einfach fertig. Ich halte sie wie hier im Orbit. Ja, aber eigentlich, wenn das Thruster hat. Ah, jetzt ist es festgeklemmt. Ich weiß nicht, an was es festklebt. Oxygen. Achso, 24%. Oder heißt das auch bei mir? Welt einfach. Aber wir haben da einer Welt, der komplett weg ist. Oh, ich war gerade verwundert. Alter, das ist ein Bruchpilotenkommando hier. Oh. Ich schweiß vor allem erstmal das Cockpit fertig. Ja. Oh, oh, oh. Warte, 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 lass es hochklappen, lass es hochklappen. Locked. Hab's. So, warte. Wir sind gut hier, wir sind gut. Schon mal wirklich, das ist nicht... Das ist alles noch breit. Ja, warum? Lass mich jetzt erstmal ganz kurz zurückfliegen. Leck? Ich bin rückwärts. Oh, Alter, das lag auch wirklich am Leck diesmal. Ja, ja, ich weiß. Weil dann pushst du weiter, weiter, weiter und drückst es weg. Jungs, Jungs. This ain't my style, bro. Aber mir muss halt schon ein bisschen flott gehen. Tut's doch. Naja. Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit. Du hast halt nicht so, wirklich reinfliegen, musst halt dran rumfliegen. Junge, dein Großes kann ich schweißen, das hat mehr Stabilität. Ja, richtig, das kannst du, glaube ich, nicht abreißen. Das kriegst du nicht hin so. Also ich kippe mich auf die Seite und jetzt kannst du schweißen. Bitteschön. I'm your working platform. Ich bin aber überrascht, dass dieses Schiff einfach so viel aushält. Boah, Jungs. Schnake entfernt? Ja, Schnake entfernt. Warum schweißt er jetzt nicht? Oder ist Oxygen... Ah, bei mir, also Oxygen ist low, aber ich glaube, das ist doch mein Ding. Ah, ja, das ist dein. Chill mal, bleib mal stehen. Ja, Zeug hast du aber auch noch. Ja, wie gesagt, jetzt was der zweite Arm weg, ist wahrscheinlich schon mal scheiße. Ah. Bist du drin? Ja, probier grad mal was. Soll ich mal? Also ich schweiß einfach mit. Ja, schweiß nicht tot, Junge. Schweiß aber überall einfach dran. Du müsstest ja mein Zeug mit benutzen können. Ja. Und hol mal Motoren, wir brauchen Motoren. Ein Spielschiff, glaube ich. Nee, die haben wir noch. War das nicht gerade bei mir? Oder vielleicht habe ich nicht in deiner Range gearbeitet. Ja. Brauch nur Motoren. Das Cluster, dann müsste ich ja auch wieder mehr selber. Er hat schon wieder einen Arm verloren. Ja, das war gerade, wie du weg warst. Das wurde gerade nochmal wegkatapultiert. Also nein, da war noch da bei dem Leck. Ja. Hast du Motoren? Nee, nein, ich war hier noch die Feinteile. Aber Däum hat Motoren im Winter. Nein, habe ich nicht. Da hat irgendjemand Motoren. Ihr habt zwei für Weldy. Interior Plates hat er auch nicht mehr, oder kommt... Ja, Scrap wird sich automatisch gesaugt, habe ich gerade gesehen. Und so, Interior Plates, Motoren, was war noch? Das war's. Steel Tube? Haben wir. Echt? Dann habe ich das eben irgendwie nicht bekommen. Da haben wir den zweiten. Ich kann schon mal abdocken, ne? Ist ja alles dran. Wenn es fail ist und fliegt. Ich liebe diesen Opa. Nice, dass du erstmal wieder die Szene rasierst. Jo. Aber mein Schiff ist wirklich stabil. Ich weiß nicht, wow.
gerade irgendwas angedockt. Brauche ich eigentlich... LOL, die Miniguns haben Red Dot Sights, die haben Laserpointer. LOL, die haben Laser Sights. Nice. Yo, wow. Lag. Und Lag. Klasse, das war sonst nicht so. Lag. So. Da komme ich da nicht dran. Ist das hin? Warte, ich war gerade dabei, den Dings auch wieder anzusetzen. Du musst noch hier Einschusslöcher. Ja, die verschwinden. Ja, ich flex schon mal den Projekt. Ne, den Standfuß kann ich ja wegflexen schon mal. Welcher ist jetzt der echte Wildy? Ah, der mit dem Bieten. Das sind beides der echte. Es gibt noch. Hä? Nein. Der eine ist halt echt, der andere ist fake. Nein, so weil der eine stirbt, ist, dann wird der andere echt. Das ist hier in diesem Spiel in unserer Runde. Also sobald ein Schiff einen Blueprint hat, ist es einfach emotional komplett entkoppelt. Was? Aber das Mutterschiff wird niemals einen Blueprint haben. Doch. Aber es wird aber nicht neu ein zweites gebaut. Nein, nur also falls es kaputt. Also, ich würde niemals nie sagen, Däum. Das Ding ist fertig. Da war aber irgendwie, warte, eine Tube noch? Also du musst halt nur noch den Reaktor beladen, dann kannst du... So, ja, jetzt ist fertig. Jetzt, ich weiß nicht weg, ne? Andi, der Raum ist auch viel zu niedrig, ne? Was? Welcher? Im großen Schulter sehe ich gerade, der Raum ist viel zu niedrig. Der was? Die Raumhöhe, die du hier hast. Wieso? Für die Reaktoren? 3 Blöcke hoch? Ich würde es 4 Blöcke hoch machen. Ey, wieso das ist nach oben und unten? Ja. Achso, da geht's quasi wie nach oben und unten. Ja. Also in Summe hat es dann eine Höhe von 7. Noch höher. Achso. Keine Ahnung. Nee, weil wenn man dann nämlich Breite. Wenn man dann zu Assembler und Refineries und so kommt, da braucht man halt viel Platz für. Eben. So. Das ist ja auch nicht der Maschinenraum. Wie war das nochmal so, um Sachen einzufärben? P. Den gleichen Block oder nee, haben? Nee, einfach irgendeinen Block zu bauen und dann mittlere Maus zu klappen. Ey, wollen wir die nicht unterschiedlich colorcoden oder sind die. Ist doch scheißegal. Stell ich den Beacon ein? Oder du musst aber nur Energie. Aber darf ich will beim einen die orangenen Elemente eine andere Farbe geben. Kian? Und dann steig bitte aus deinem aus, weil da sind die ganzen Komponenten für den Schiffbau drin, die brauchen wir hier. What? Ich bin in keinem drin. Nein, aus deinem. Also du nimmst den neuen Rally gleich zum Grinder bauen. Soll ich dir damit nur mitteilen? Check ich gerade nicht. Welcher ist jetzt welcher? Ja, der quasi Strom hat, ist der alte. Ja, und der hat doch Inventar. Ja, und den nimmst du nicht. Ja. Hast du den gerade umbenannt, den Cargo-Container? Oder, ach so, übernimmt der das sogar? Das übernimmt er. Vom Blueprint wahrscheinlich. Wie gesagt, das sind auch ganz grobe Sachen, die ich hier gerade machen soll. Oder wer auch immer das hier gerade sieht. So, und wie benennt man ein Schiff um? K und dann da. Was denn? Ah, ganz oben. Hä, wie komme ich in das Feld? Ah, genau. So, Weldy 2 ist blau. Nee, ist Weldy Junior. Oh, ja, hey. Ja, hey, wie geht's denn? Och, nö, Ludo. Ich muss schon wieder die Projektor-Contraption bauen. Oh nein. Ludo. Muss das... Doch, es muss irgendwie über diesen Connector-Kack gehen. Ich hasse es. Was muss ein Spieler bauen? Da muss ja immer dieses Small Landing Gear dazwischen sein, damit er den kleinen Baustyle hat. Das ist so nervig. Das ist so viel Hass, ey, wirklich. Ist Hass im Getriebe? Durchaus. Es ist Hass in der Arche. Hass in der Arche. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber alles klar. Also ich habe gerade, es ist noch Platz in der Arche im Kopf, weil ich dieses Riesenschiff baue. Ich werde mal diese Steel Plates hier aus der Luft angeln. Finde ich gut. Finde ich toll von dir. Ganz toll.
Also dann reicht dir das hier quasi als Hangar? Ich kann ja nochmal schnell das Weltschiff nehmen, so lange. Und? Von der Breite her? Von das hier quasi. Das, also von hier bis da, wo die Wurst aufhört. Warte, sind dann die Hangartore. Von wo? Nochmal? Sag von da, wo der kleine Burzel ist, bis rechts, wo es aufhört, ist das Hangartor. Das sollte alles durchpassen. Ich weiß nicht, was ein egal, ich vertraue dir mal, ich weiß nicht. Hey, der kleine Dupsel hier. Irgendwie check ich auch hier. Der Dupsel, ja, vom Dupsel bis. Rechts, wo es aufhört, so weit ist das Hangartor. Bis hier, das ist die Breite, ja. Breite genug ist auf jeden Fall. Gut. Die Frage ist, ist es auch hoch genug? Ja, weiß ich nicht. Bei der Höhe sind wir bei den Hangartoren eh limitiert. Stimmt. Für alles andere können wir ja quasi eine Deckenluke bauen wollen. Mhm. Ja, da muss auf jeden Fall oben noch eine Deckenluke rein, ne? Also dann für so größere. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, das Ding hat genug Raster. Gut, ja. Also nach vorne ja, aber ich meine auch zur Seite und so. Ja, das wird. Ja. Einfach ja, Bernd. Musst du dir keine Sorgen drum machen. Projektor. Eventuell müssen wir was danach rüsten, weil das Ding irgendwann so schwer wird, dass ich es quasi vorher nicht richtig einschätzen konnte, aber. Ich hab da Large Steel Tube geholt. Achso, es hat ein Zuschauer kommentiert, wie man dafür sorgen kann, dass Schiffe oder generell Objekte von Schwerkraft beeinflusst werden. Wie denn? Ja. Dafür braucht man ein. Artificial Mass. Mass oder Masse? Masse, künstliche Masse. Lass mal ein bisschen uns selbst zu challengen, einfach so ein bisschen Artificial Mass hier ins große Schiff einbauen und dann so richtig schwer machen. Brauche ich nur Artificial Mass? Ja, was sonst? Ich will irgendwas von Superkondoids. Konduits sind ein Zwischenprodukt. Ist das schwer? Nö, die Artificial-Dinger haben wir auf Lager, glaube ich. Fehlt so ein bisschen was. Aber theoretisch hatten wir alles schon mal. Es fehlt Gold, Silicon, Kobalt und Silber. Kobalt? Haben wir Kobalt? Hatten wir schon mal. Dann könnten wir das machen. Ist Wade Junior jetzt fertig? I think so. Ist auch befüllt mit Treibstoff bzw. Uran? Ich glaube, ich muss mal. Da ist 1 Kilogramm Uran drin. Ja, reicht ja erstmal. Ist schon mehr. Und der Cargo-Container ist halt nur dürftig ausgestattet. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Dann könnte ich jetzt eigentlich mit dem anderen Wade, wo ja auch schon die ganzen. Thruster Components drin sind, mal ordentlich losschweißen bei dir, Andi, oder? Ja. Darf ich, Kilian? Ja. Ist das jetzt? Doch, das ist der Grinder, ne? Rename to the grinder. Ey, Andi, das Innere muss man aber teilweise per Hand machen, ne? Ja, ne? Ja. Wenn es dann so Feinstarbeit ist. Nein. So. Meinst du, Dorm, du kannst das nochmal, oder kannst du mir nochmal kurz das Schiff geben, wegen den Materialien? Was willst du denn bauen? Das den Grinder fertig machen. Achso, ja, kann ich machen.
Also, ich kann auch mit meinem versuchen, aber ich habe halt nicht so viel Stuff und danach könnten wir eigentlich mal alles so halb-halb machen, ne? Ja, das Ding ist nur, hier sind halt ganz viele Thruster-Components drin. Ich weiß nicht, wie weit diese Share... Hey. Hat jemand hier die Components rausgeholt, aber sind gar nicht mehr drin. Naja, ich habe ja halt welche verbaut, ne? Auf jeden Fall. Ich frage mich, ob zwei Schiffe quasi auch teilen. Wenn sie gedockt sind, ja. Nee, ich meine beim Welden. Ach so. Ich kann mal neben dich fliegen, ich glaub's aber nicht. Machst du überhaupt was oder chillst du da nur? Ich chill nur. Hast du noch Thruster Components denn drin? Nee, sind keine drin. Wie lange geht die Folge jetzt eigentlich schon wieder? Ja, wir können ja auch schon wieder erwähnen, ne? Also bis dahin muss ich noch zu sagen, wenn ich ein Abo oder was bleiben ist, Tom. Nächstes Mal.